weiter geht's mit Let's Play Victoria 2 Italien. Also, in der letzten Folge waren wir stehen geblieben, als wir der Schweiz helfen wollten. Die Schweiz auch waren, die haben schon eine Region verloren. Das bedeutet, wir müssen die Truppen hier dahin schicken. Und wenn die sich regenerieren, dann ist es perfekt. Dann haben wir wieder Berufssoldaten, die stark genug sind. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich wollte noch weitere Truppen an die Front schicken. Hier habe ich einige. Wenn die Kanäle noch frei wären, würde ich jetzt direkt 52.000 nach Afrika marschieren lassen, um unsere Kolonien zu beschützen. Ja, ja, der Kolonialkrieg. England war immer gut darin, also... Ja, die 12... Och nein, wenn die 12.000 abkacken, das ist schlimm. Die müssen in Wien bleiben, leider. Also ich habe keine andere Wahl. Ich muss die erobern lassen. Die wurden leider auf dem Weg aufgehalten. Zurück nach Wien. Und Bayern bietet uns Militärzugang. Perfekt. Ja, aber... nützt uns jetzt nicht viel. Wenn er uns jetzt helfen würde im Krieg, wäre es besser. Und eigentlich könnte Bayern seine Region zurückbekommen. Nur leider ist er in der Sphäre von Österreich. Also Österreich ist im Laufe des Spiels zu mächtig geworden. Ach, wisst ihr was? Ich scheiß mal jetzt auf die Region. Die will ich jetzt nicht mehr erobern, sondern ich gehe jetzt in den Kampf mit den Soldaten, damit die Schlacht noch nicht so ganz verloren ist. Komm. Da, 3000 weitere. Nein! Und nochmals nein. Jetzt werden die Truppen noch von Österreichern aufgehalten. Das nervt. Eine Armee müssen wir warten lassen, weil... Was? Dann geht ihr mal schön außen rum. Boah, Mann, ich hasse das. Die Verstärkung, die braucht zu lange. Wenn ich die Schlacht verliere, verliere ich zu viele Punkte. Die Punkte kann ich mir nicht leisten. Immer noch schwedische Schiffe. Der Schiffkampf hier, der wird noch weiter ausgetragen. Währenddessen baue ich mal lieber weitere Kreuzer. Kreuzer. Am besten hier auch. Je mehr Schiffe ich habe, desto besser. Kreuzer sind gerade die stärksten Schiffe, die ich bauen kann. Los, ihr könnt auch in den Kampf rein. Nein! 14 Punkte, das ist doch viel zu viel, mein Freund. Das ist doch viel zu viel. 14 Punkte. Das ist gerade die Schlacht mit den meisten Punkten. Das geht doch nicht. Das ist doch unmöglich. Das war die Schlacht mit den meisten verlorenen Punkten. In meiner gesamten Victoria 2 Karriere. Alter, wenn man sich nur die Soldaten anschaut. Wie viele Verluste hier. Oh Mann. Dann schicke ich die noch unmittelbar an die Front immer noch, damit die sich dort erholen. Och nein! Och Mann. Die Unterstützung wurde leider aufgehalten. Was für eine dreckige Taktik. Die Schweden nerven immer noch. Die Schweden nerven.
Die Schweden nerven sehr. Los, los, das muss schneller gehen. Och nein. Jetzt kommen die mit ihren 40.000 Mann. Aber wenn ich mit meinen 30.000 voll organisierten Truppen komme, hat der nichts mehr zu sagen. Los, 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 bevor die Schlacht zu Ende ist. Muss der es doch schaffen. Verdammt. So. Das packst du. Perfekt. Sollen weiter in die Front rein, erobern. Ich war kurz davor und jetzt habe ich so viele Punkte verloren. Das ist unglaublich. Der Krieg hat so eine komische Wende jetzt bekommen. Okay, die Briten sind jetzt wieder weg. Das heißt, wir können Tunesien wieder zurückerobern. Kommen die organisierten Truppen, also die kampffähigen Truppen, lasse ich doch mal hier raus. Und die Österreicher angreifen. Nein, ey, sagt mir nicht, dass sie jetzt wieder viel verliert. Unmöglich. Also dann schicken wir doch mal die Artillerie raus. Und ja, die Hälfte schicken wir los. Komm, die Schlacht muss gewonnen werden. Die Kavallerie, die hat auch schon deutlich... Oh, verdammt. Jetzt wird's wieder schwer, mein Freund. Weitere Soldaten müssen an die Front. Unbedingt, unbedingt. Die Armee hat sich schon fast komplett regeneriert. Ich hol mal die guten Soldaten schon mal raus. Und ja, die 11.000 kann ich schon hinschicken. In den Kampf. Verlieren 5 Prestige. Was für eine erbärmliche Zahl. Ach man. Zurück nach Silistre und die Truppen hier, die könnten eigentlich mich auch noch unterstützen. Die schlechten pick ich mal raus. Nur gute kommen an die Front. Kampffähige kommen an die Front. Und die letzte Armee müssen wir jetzt besiegen. Die letzte Armee ist das. Erlaubt Geschützrohrfabrik. Komm, wir müssen weitere Panzer und so forschen. Die Steuern sind ganz unten. Ja, weil ich will, dass meine Bevölkerung wächst. Also am besten die Unterschicht, dafür sorge ich durch die Steuern. Bozen haben die wieder zurückerobert. Das ist doch eine Frechheit. Oh. Und da sind schon wieder die nächsten Truppen bereit zu kämpfen. Ich hole noch... Die guten hole ich noch raus. Die anderen lasse ich noch weiter drin. Sich ausruhen. Boah, die Schiffe kacken wieder ab. Und da könnten wir theoretisch eine Kavallerie hochschicken in die Nordschweiz, um die besetzte Region wieder zurück zu erlangen. Das ist hart.
dass nur 3000 übrig geblieben sind. Was? Nein, keine Liberalen. Was ist denn das? Kurassiers. Was? Oh Mann, oh Mann. Habe ich die Verstärkung schon hingeschickt? Da muss noch mehr rein. Die können ruhig erobern. Und ja. Ich guck mal, ob ich noch so... Ach, den einen Dragonier könnten wir noch hier rausholen. In den Kampf. Und nein, unsere Truppen verlieren wieder gegen die Schweiz. Schweden. Was? Achso, ich dachte, der hätte verloren. Oh, oh, stopp, stopp, stehen geblieben. Mein Freund, mein Freund. Wie viele Truppen sind das? Pff, zu viele. Ha. Viel zu viele. Den Pionier lasse ich noch drinnen und ich schick jetzt mal den Rest auf Österreich. So, ein Schiff wurde hier gebaut. Wie viele unsere Schiffe hier aushalten? Ach so, das ist von der Schweiz besetzt worden. Ich dachte schon. Ah, gut. Jetzt macht sich der Militärzugang von Bayern endlich mal nützlich. Ich denke, Bayern hat auch keinen Bock mehr. Die Schweden haben viel zu viele Schiffe, merke ich gerade. Wir könnten eigentlich locker die Engländer aus Algerien vertreiben. Das machen wir dann auch mal. Stopp. Und wir schicken dann eine Infanterie raus. Das reicht zum Erobern. Und ja. Dann müssen wir hier die auftrennen. Weil ich nicht will, dass die Truppen auf dem Weg sterben wieder. Verdammt. So, jetzt ist es richtig. Und ein Trupp bleibt am besten noch hier. Dann schicken wir die mit einer geplanten Route zu den Engländern. Oh, verdammt. Wir haben irgendwie gegen die Schweden verloren irgendwo. Was? Das ist irgendwie sinnlos. Wo haben wir denn gegen die Schweden verloren, bitteschön? Also hier gewinnen die, boah. Ein Kreuzer macht hier alle platt. Da kommt ein zweiter Kreuzer, mein Freund. Jetzt haben wir zwei Kreuzer, zwei gute Kreuzer. Die können wir weiter an die Front schicken, wieder. In Budapest haben wir noch Truppen. Gut, gut. Okay, ihr geht dann mal nach da und okay, die Truppen können sich wieder erholen. Die gebe ich mal frei. Was haben wir denn hier? Ja, okay, ruht euch weiter aus. Ich warte, bis ich durch Istanbul kann. Und weiter geht's in der nächsten Folge von Let's Play Victoria 2 Italien. Und ciao.